Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Part 10. Und weißt ihr, ich habe hier gerade was Schönes gefunden, beziehungsweise mein guter Kumpel Philipp, und zwar dieses nette Baby hier. Ja, die Knarre, die ich auch habe. Leider noch keine, ja genau, die Knarre da auch, nur leider noch keine Munition dafür. Du hast nicht genug, ne? Wow, hier ist Revolver-Munition, ist das, glaube ich, 10 Stück. Alter, die liegt ja zweimal hier. Ja, habe ich ja gesagt. Hey. Ich habe 15 Schüsse noch für die Knarre, davon kann ich dir etwas abgeben. Ach so, ja, gib mal her, lass mich die Revolver-Munition nehmen. Die habe ich aus Versehen gerade gedroppt. Ja, okay, dann komm runter. Also ja, und wie ihr das vielleicht gerade in meiner Aufmachung erkennen könnt, habe ich so eine Militärtaschenjacke gefunden. Oh, nice. Wo ist die jetzt? Die hat 8 Fächer. Hier, warte, ich droppe die jetzt. Revolver-Munition. So, ich packe hier erstmal was ein. Ah, warte. Ich splitte mal die Munition der Knarre. Hä? Ja, Moment, die habe ich gar nicht gedroppt. Die muss da so gelegen haben. Ich hatte nur 20 davon. Ah, na bitte. Okay, warte, ich schmeiß dir jetzt auch nicht noch die Knarrenmunition raus. Und da klingelt das Telefon. Ach, Junge. Also deck mich mal eine Sekunde, ich bin ganz kurz weg. Dropp mal die Knarre. Oh, nicht schon wieder das. Leid. Jetzt kurz eine Zeit lang weg. Also wäre es besser, wenn du mich deckst. Lass dein Mikro an. Sonst okay, kommt wieder die ganze Zeit dieses oder ich disconnecte so lange vom Server. Ja. Okay, dann bis gleich. Jo. Und ich lass mein Mikro an. Ey, was ist denn das? Wo ist denn jetzt hier die Munition für den Revolver, Junge? Ach, ja, Daisy. Ja, und der gute Philipp ist jetzt gerade weg, wie gesagt. Beziehungsweise, wie ihr gerade gehört habt. Ich bin jetzt wirklich eine Zeit lang weg, also werde ich vermutlich in dem Part nicht mehr dabei sein. Alter, warum? Ich muss ein paar Sachen hochbringen. So, okay. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Das war's auch erstmal von mir. Ciao, Leute. Ciao. Ja, der gute Philipp. Ich rüste mal besser die Axt aus. Ah, jetzt ist sie da, ne? Dumme Muni. Ach, auf den einen Schuss scheiße ich jetzt mal. Tu das mal hier so. Oh. Ich dachte gerade, der kommt da jetzt. Ich stell mich mal mehr hier in den Raum. Ich kann jetzt natürlich auch nicht viel machen, weil ich muss jetzt hier in der Gegend bleiben, weil das weiß der Philipp nachher nicht, wo ich bin. Da hat er nicht ganz mitgedacht. Naja. Hui. Ich bewege mich mal vor die Feuerwehrwache. Also, ich bewege mich jetzt einfach mal ein bisschen. Ich habe echt Schiss, dass jetzt gerade jetzt gleich jemand kommt hier. Bewege mich jetzt einfach mal hier. Solange ich weiß, wo die Feuerwache ist, ist es ja im Prinzip okay. So, dann gehen wir nochmal ins das Häuschen hier und gucken, was wir finden. Großes Häuschen. Da steht ein Zombie. Ich nehme schon mal die Axt. Komm her. Ja, komm. Komm. Und down. Ja, diese Zombies immer, ne? Boah, steht hier irgendwo noch einer. Das T-Shirt Grey. Wo ist denn der andere? Ach, da kommt er, glaube ich. Ja, da kommt er. Oh, und der glitscht mal einfach durch die Wand. Alter, wie ich diese Axt liebe. Die ist badass.
sieht denn da aus? Ist nur Schmutz auf dem Boden. Ja, Junge, der Zombie hat jedes Mal, dass er gleich kotzt. Immer diese Zombies. Oh, hier liegt eine Sprite, das ist gut. Wir haben auch schon wieder eine Menge zu essen und so langsam wird der Rucksack voll. Das ist wiederum nicht so gut. Jojo! Beschwer dich nicht, oh! Ja, schön! Glitsch durch die Wand und ich weiß nicht mehr, wo du bist. Nett. Gleich werde ich geschlagen und ihr wisst alle warum. Ich gehe mal besser wieder runter. Wow, Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit. Die sollen mal ihre Fresse halten. Und down, da war er ja. Auch ein geiles Bild, so. Boah. Schnell machen. Mit dem Zombie. Die Axt mal wegpacken. Und zack. Schöner Screenshot. Die Axt wieder nehmen. Und den guten Zombie hier abknallen. Ja. Ja. So, dann packen wir erstmal wieder weg, stehen auf und rennen mal da rein. Hier liegt nichts drin. Alter, warum sind hier so verdammt viele Zombies in der Gegend? Da bin ich wieder. Ja, die Folge läuft übrigens noch. Hallöchen, liebe YouTuber. Ich bin gerade etwas außer Atem. Cashcat war das, ne? Ja, ich bin gerade die ganzen anderen Häuser wieder am Durchforsten. Gut. Alter. Ich bin gerade mega gerannt. Hier liegt wieder eine Axt. Ich bin jetzt wieder in der Feuerwache, ne? Ja, da bin ich schon weg. Aber ich bin in der Nähe, also ich weiß Bescheid. Warte, ich gehe noch eben in das Haus, dann komme ich zurück zur Feuerwache. Okay. Und dann gehen wir mal die ganzen Häuser da hinten abklappern. Jo. Wie ist eigentlich meine Axt so? Hier liegt schon wieder was zu essen, Alter. Badly damaged, und wie ist die? Auch badly damaged. Und die zweite Axt? Auch badly damaged. Ich hab schon wieder voll viel zu essen. Jo. Die ganzen Äxte sind... Wow! Was? Der hat gerade so komisch... Oh! ...gemacht. Und der Bildschirm ist kurz rot aufgeflackert. Alter. Ich hab irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich in einen Zombie oder sowas verwandle. Junge! Meint der. Die Orange esse ich jetzt auch noch, damit ich mehr Platz im Inventar habe. Jetzt komm mal langsam zurück, ne? Ja, bin dabei, ich bin gerade am Essen. Die Feuer rutschen. Da lag noch ein Buch. Was liegt denn hier noch? Jetzt komm mal langsam wieder zurück. Ich bin ja dabei. Dann freu dich doch mal. Der Borussen-Fan spielt jetzt übrigens DayZ. Ja. Ja, das wurde mir jetzt gerade nochmal angezeigt, deswegen habe ich es vorgelesen. Ah, da ist er ja. Komm.
Ja, warte kurz, ich leg die Axt nochmal weg. Ich glaube, ich habe gar keinen Screenshot gemacht für die letzte Folge. Doch, für die letzte hast du noch keinen gemacht, nein. Ich gehe zu diesem kaputten. Egal, dann machst du den halt nachher. Zu diesem kaputten. Warte, Gebäude. Mach mal einen Screenshot von mir und diesem Panzer hier. Ich habe da schon einen Screenshot von gemacht mit dem Zombie davor. Nice. Okay, ich sehe mich mal hier drin oben. Das kaputte Gebäude hier ist auch richtig nice. Du weißt ja, was immer unser Treffpunkt ist. Da ist ein Zombie. Alter, das Gebäude ist richtig Hammer. Ich höre den Zombie. Hier liegen gute Sachen drin. Kommt der Zombie zu mir? Ja, der kommt zu mir. Der kam zu mir. Alter, ich glaube ich. Alter, ist das eine geile Kulisse. Alter, davon mache ich einen Screenshot. Das ist so nice. Was? Hier ist ein Statue, ein kaputtes Flugzeug liegt da und dann liegt hier noch ein kaputtes Auto. Nice. Sieht richtig badass aus. Achso, der Ort. Ja, ich weiß, wo du bist. In diesem kaputten Haus, ne? Ja. Sauber, okay. Wow, ich höre einen Zombie. Alter, scheiße! Der hat mich erwischt beim Screenshot machen. Scheiße, du musst ihn auf jeden Fall töten. Ich loote aber nicht. Ach, Gott sei Dank. Ey, du kleine Nutte, stirb. Geht doch. Meint er. Alter, das sieht hammerhart aus. Ja, wir würden lange noch in der Stadt hier durchforsten. Hier haben wir noch einen harten Helm. Und mein Motorbike-Teil ist pristine. Okay, in dem Haus hier war ein Scheißdreck. Ich komme wieder runter. Alter, das sieht richtig krass aus. Ja, warte, ich komme da jetzt auch mal hin. Ich laufe gerade in dieses kaputte Haus hinein. Jo. Man kann hier nämlich rein, das ist geil. Wo ist denn das kaputte? Ah, da. Wo ist denn das? Ist das so voll groß? Junge, jetzt läuft mir da schon wieder ein Zombie hinterher, leck mich nicht. Ja, ich hab das kaputte Haus aber nur gesehen. Oh, da ist ein Zombie. Na, die Dame, darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, sie ist ohnmächtig geworden. Ich schau mich aber hier vorne nochmal in den Häusern um. Weil die Zombie-Jagd hier. Boah, Alter, hier ist alles so zertrümmert, das sieht so nice einfach immer aus. Immer so wenn, oh, da klingelt das Telefon schon wieder. Immer wenn wir einen Zombie sehen, rennen wir sofort zu dem hin. Was haben wir hier? Einen Kugelschreiber. Happy Birthday. Alter, wie viele Zombies ich haben können, wenn Alter jetzt schon wieder einer. Was ist das denn? Ah, Bandana. Was ist das denn? Irgendwas. Scheiß. Oh, und was ist das? Eine Spraydose. Black. Und eine Cappy. Aber sonst nichts Interessantes. Ich gehe jetzt hier mal weiter durch die Häuser. Jo. Schraubenzieher. Was zu essen. Muss ich das überhaupt mitnehmen? Ich hab's. Junge. Was ist das hier? Weapon Cleaning Kit. Ja, nehme ich aber mal mit dieser Dean. Ich brauche definitiv noch größeren Rucksack oder so. Gar nichts. Was hast du gerade gesagt? Ich brauche definitiv noch einen größeren Rucksack. Ja, ich auch. Also langsam. Was ist das? Oh. Ich habe auch ein Weapon Cleaning Kit. Ich habe einen Kompensator für die Mosin gefunden. Heißt? Ich glaube, das ist ein Schalldämpfer für die Mosin. Oh, nice, die hab ich. Ich weiß, deswegen ja. Nimm die mal mit. Nö, die lass ich liegen. Klar, so doch. Nimm mit. Mach ich ja auch. Nimm mit. Ich kann für nichts garantieren. Oh. Ja, okay, ich sehe mir noch die Erweiterung Häuser an. Das nächste Mal werden wir uns dann auf der Straße. Junge, wer ruft die ganze Zeit an? Ja, eine Freundin von meiner Mutter. Irgendwie klappt das Telefon nicht oder sowas. Ja, kein Plan. So, in dem Haus habe ich jetzt alles durchforstet. Ey, da ist schon wieder der Zombie. Boah, wie ich mich. Ich sehe es schon kommen, wie ich mich voll abfeiern werde, wenn ich so ein Zielvisierteil für die Knarre hier finden werde. Ich auch, für die Mosin dann. Ja, und bei mir ist es für die Double Shots. Wenn ich bis dahin nicht schon eine andere habe. Ja. Hier sind so viele Häuser.
Ach, mega. So, die Folge ist jetzt aber auch zu Ende. Oh, und da haben wir einen Zombie, eine Dame, der ich auch mal behilflich sein kann. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss, Leute. Oh, das sind zwei Zombies, denen ich behilflich sein kann. So, der erste ist down. Und der zweite dreht sich um. Part nicht. Also, der zweite ist auch down. Geil. Junge, ist der Scheiße, der wendet den scheiß Part nicht. Aber warte, ich geh jetzt in so eine Kirche rein. Okay, ich geh in keine Kirche rein, die ist zu. Junge, der beendet den Part nicht. Welche Farbe hat denn dieses Aufnahme? Immer noch welche rot. Farbe? Immer noch rot. Ey. Junge, Krebs. Meint der Krebs. Ja komm, wenn er das nicht beendet. Drück nochmal auf die Taste. Ja Junge, ich drück da schon 100 Mal drauf. Vielleicht hat das ja doch beendet. Warte, ich geh mal drauf. Kann sein. Ja, nee, der ist immer noch am Aufnehmen. Ist der doof? Dann beende das halt manuell. Ja, wie denn? Falls das geht, ja, keine Ahnung. Oh. Noch eine Notta Cola Classic. Junge, ich hab drei Notta Cola Classics. Und eine Pepsi. Ich mach mal eine andere Taste einfach. Mach. Daran kann's auch liegen. Ich glaube, ich habe bei mir Aufnahme.